Ich darf spielen und ich darf klettern und ich darf wandern und ich darf mit meinen Freunden spielen. In einer Abstimmung vor 5 Jahren entschied sich das Haus für Kinder St. Maria in Zell, gemeinsam mit den Eltern dazu, eine Waldgruppe zu gründen. Genau wie die regulären Gruppen orientiert sich auch die Waldgruppe am Bildungs- und Erziehungsplan. Nur findet eben die Erziehung weitestgehend draußen in der Natur statt. Wir haben mit 15 Kindern gleich starten können. Betriebsplätze haben wir 20 genehmigte und das Jahr darauf hatten wir sofort, die Waldgruppe war dann gut besetzt. Und seitdem haben wir immer alle Plätze belegt in der Waldgruppe. Die Waldgruppe gehört aber trotzdem zum Haus für Kinder Zell. Also das ist einfach eine ausgelagerte Gruppe, die den Schwerpunkt einfach ein bisschen mehr auf die Waldpädagogik setzt. Das heißt, es findet halt, wenn möglich, alles im Freien statt. Ob das jetzt im Waldkindergarten ist oder in anderen Kindergärten, also der Waldkindergarten hat natürlich noch den zusätzlichen Schwerpunkt, dass es eine Pädagogik in der Natur ist, dass die Kinder auch all das kennenlernen, wovon wir leben. Also die Natur letztlich, in der wir hineingeschöpft, geboren sind, hineingestellt sind, die zu erhalten, ist ganz wesentlich und das kann man nicht früh genug lernen. Und das ist auch ein Aspekt, den wir als Kirche haben, dass wir also die Schöpfung als Ganzes in den Blick nehmen und letztlich auch den Menschen, der die Schöpfung bewahren soll und bewahren kann. Und da fangen die Kleineren schon an zu schauen, das sind die Tiere, auf die muss man aufpassen und so weiter und so fort. Nach einer kleinen Bildungseinheit in der Früh entscheiden die Kinder selbst, an welchem bereits bekannten Platz im Wald die Gruppe wandern soll. Die Gegend um die Burgruine Lobenstein bietet hier vielerlei Möglichkeiten. Aber auch um das Waldhaus herum können sich die Kinder im Sandkasten oder im Klettergarten austoben. Die Kinder sind relativ lange in der Einrichtung. So wie früher die Kinder mit der Familie viel draußen waren, das ist leider selbst am Land nicht immer gegeben. Und von dem her ist das schon mal ganz, ganz wichtig. Der Bewegungsdrang wird immer größer, der kann hier gestillt werden. Und wenn das gut erfüllt ist, dann können auch die Kinder sich eher wieder konzentrieren, ausdauernder arbeiten. Die kognitiven Fähigkeiten sind dann damit auch wieder mehr gefördert und das ist ganz gut. Ganz gut ist auch die Zusammenarbeit von Gemeinde und Kirche in Zell. Beide Seiten sind begeistert von dem Kindergarten mit der Waldgruppe in kirchlicher Trägerschaft. Mal die Schöpfung an sich ist natürlich urkatholisch, das lernen wir schon im Alten Testament eigentlich. Und mal die Trägerschaft mit der Kirche haben wir auch schon über viele Jahrzehnte, hat sie bewährt. Sicher gibt es ein gewisses Zeitgeist, ein gewisses Zeitdenken, wenn man mehr Bezug oder weniger Bezug zur Kirche hat. Aber grundsätzlich, glaube ich, schadet es den Menschen nicht grundsätzlich zur Schöpfung zu stehen, sich damit zu befassen. Und wenn das die Kirche macht, ist das bestimmt nicht schlecht.